Der Wirtschaftspark Liezen. Das Zentrum für Ausbildung, Produktion und Dienstleistung wurde 1995 gegründet und beheimatet heute mehr als 30 Betriebe mit einer Mitarbeiterzahl von über 130 Personen. Südlich des Zentrums der Bezirkshauptstadt Liezen gelegen, bietet das Steirische Impulszentrum einen wertvollen Standort für Gründerinnen und Gründer. Die gute Erreichbarkeit durch die Anbindung an die Pirn-Autobahn und Werkstätten, Lager- und Büroflächen unterschiedlicher Größen bilden die notwendige Infrastruktur für Jungunternehmer aller Branchen. Seminar-, Ausstellungs- und Besprechungsräume können gemeinsam und abwechselnd genutzt werden. Das Gastro-Angebot vor Ort sorgt für die notwendige Stärkung der frisch gebackenen Unternehmerinnen und Unternehmer sowie ihrer Kunden und Partner. An die 60 Firmen konnten die Angebote des Wirtschaftsparks seit Projektstart bereits für eine erfolgreiche Unternehmensgründung nutzen. Manche blieben dem Standort mehrere Jahre treu oder sind nach wie vor ein fixer Bestandteil des Zentrums. Andreas Zauner und Andreas Lachinger gründeten BootDoc, einen der führenden Anbieter von Sportschuheinlagen, Ski-Innenschuhen und Sportsocken. Im Netzwerk des Wirtschaftsparks findet man das nötige Know-how, um die angebotenen Fußanalysesysteme auf LED-Technik umzustellen, sowie den Werbe- und Lichttechniker Andreas Senksbartel und sein Unternehmen 1plus. Alfred Huber spezialisiert sich auf den Verkauf und die Reparatur von Hydraulikprodukten, Huberarbeitsbühnen und hydraulischen Anlagen. Er setzt mit seinem Notfallservice auf besondere Kundennähe. Das Ausbildungszentrum ZAM Steiermark begleitet Frauen durch Qualifizierungsmaßnahmen und berufliche Beratung im Reintegrationsprozess in den Arbeitsmarkt, während Jugend am Werk arbeitsmarktpolitisch benachteiligte Jugendliche bis zur Lehrstelle begleitet. Diese Initiativen sind wertvolle Partner für viele Wirtschaftsparkbetriebe bei der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal. Das aktive Netzwerken innerhalb und außerhalb des Wirtschaftsparkes Liezen wird durch vertiefende Projekte unterstützt. So dient die Denkstelle Liezen regelmäßigen Betriebsbesichtigungen außerhalb des Zentrums, um wertvolle Kontakte herzustellen und branchenübergreifende Themen zu diskutieren. Die Bildungsmonate Juni und November bieten Verkaufs- und Management-Trainings sowie steuerliche Informationen aus erster Hand, aber auch wertvolle Tipps für den unternehmerischen Alltag. Die 3500 Quadratmeter große Photovoltaikanlage mit angebundener E-Tankstelle ist nicht zuletzt Symbol für den nachhaltigen und innovativen Weg in die Zukunft des Wirtschaftsparkes Liezen.